du denn rum? Willst du auf den Mount Everest? Achim, es ist kalt. Schaff dir doch endlich mal ein Auto an. Klimatisiert mit Sitzheizung. Damit ich mich dann jeden Morgen um einen Parkplatz schlagen darf? Das ist ein Parkplatz für Autos, nicht für Spielzeug. Außerdem ist er reserviert. Oh, lassen Sie mich jetzt abschleppen. Oh, der macht auf die ganz coole Tour. Jedenfalls braucht er keine Potenzkutsche, um sich zu beweisen. Haben Sie irgendwas gegen mein Auto? Nicht, wenn Sie Dr. Heilmann einparken lassen. Ah, sind Sie so eine Art Friedensengel oder ist er Ihr Chef? Dreimal dürfen Sie raten. Der Chefarzt hätte ich mir denken können, bin sofort wieder weg. Ein Auto wäre gar nicht schlecht, aber erstens bin ich 100 Jahre nicht gefahren und zweitens weiß ich gar nicht, was für ein Modell ich mir zulegen sollte. Na, wie wär's denn mit so einem für den Anfang? Ich wusste gar nicht, dass du mir so viel Geschmack zutraust. Ja, da passt in jede Parklücke. Sag mal, fandst du es nicht ein bisschen kleinlich, so auf deinem Parkplatz zu bestehen? Was heißt kleinlich? Steht groß dran. Außerdem kann ich nichts dafür, wenn der Kerl nicht lesen kann. Morgen. Außerdem habe ich es eilig. Na dann, Katrin, komm. Motorradfahrer kümmert sich Dr. Globisch. Danke. Tschüss, Kollegen. Tschüss. Ich habe das Stoppschild zu spät gesehen. Es tut mir so leid. Guten Tag, Frau Lambert. Ich bin Dr. Heilmann. Diese Kreuzung ist so unübersichtlich. Bitte beruhigen Sie sich. Das kriegen wir wieder hin. Das Motorrad hatte Vorfahrt. Der Fahrer. Oh Gott, der Fahrer. Wie geht's dem Fahrer? Ist er noch am Leben? Wir werden alles für ihn tun. Sollen wir jemanden über Ihren Unfall informieren? Ich wohne schon lange nicht mehr in Leipzig. Haben Sie Verwandte, Freunde? Rufen Sie bei Remmers und Remmers an, der Anwaltskanzlei. Remmers und Remmers. Entschuldigung. Entschuldigung, bitte vergessen Sie das. Machen Sie das nicht. Nehmen Sie bitte Blut ab und an. Sonographie. Jedenfalls wird es jetzt ernst. So. Man sieht es. Herr Berger. Oh, morgen. Herr Berger, ich wollte Ihnen unseren Klinikchef vorstellen, Professor Simoni. Das ist Herr Berger, Einführungsbetreuer und Organisationsberater der Herstellerfirma. Guten Morgen, Herr Berger. Frau Marquardt hat mich ja schon halbwegs von Sinn und Nutzen der digitalen Radiologie überzeugen können. Für die restlichen 50% sind Sie also jetzt verantwortlich. Ja, das Verfahren ist absolut ausgereift. Es wird all Ihre Erwartungen übertreffen. Herr Berger wird uns auch in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen. Ja, ich gehöre sozusagen zum Service-Paket. Sie wollen also unseren schönen neuen Konferenzraum in ein Technologiezentrum verwandeln. In kürzester Zeit wird diese Technik als selbstverständlich zum Klinikalltag gehören. Ich tue jedenfalls mein Bestes. Ich werde fast an allen Computerarbeitsplätzen 3 Monitore installieren. Einen kleinen für die RIS-Informationen und 2 hochauflösende für die Bilddarstellung. Jeder Arzt hat dann Zugriff auf das gesamte Archiv, entsprechend seiner Berechtigung natürlich. Naja, solange ich den Schlüsselbeinbruch noch von einem Bandscheibenvorfall unterscheiden kann, machen Sie neue Berger. Frau Marquardt, wo ist eigentlich Frau Dr. Eichhorn? Dr. Eichhorn? Das ist unsere Projektleiterin für die digitale Radiologie. Dr. Eichhorn. Kennen Sie sie? Eichhorn, das klingt nur nach so großen braunen Augen. Sie scheinen ja ein wahrer Frauenkenner zu sein. Nee, bis später, aber. Mit großer Wahrscheinlichkeit nur eine Brustbeinprellung. Sie waren nicht angeschnallt. Unangenehm, aber harmlos, solange die Lunge nichts abbekommen hat. Röntgen, Halswirbelsäule, Thorax. Routine wegen des Unfallmechanismus. Roland? Herr Schneider, der Motorradfahrer, ist in kritischem Zustand. Instabile Brustwirbelfraktur mit Neurologie. Ich habe im OP Bescheid gesagt, wir müssen so schnell wie möglich operieren. Wir sehen uns gleich wieder. Sie haben wirklich Glück im Unglück gehabt. Das wissen Sie schon. Na toll. Die Oberschwester ist im Urlaub und hier wird die digitale Radiologie eingeführt. Jetzt habe ich das auch noch im Hals. Meinst du, da besteht ein Zusammenhang? Hauptsache, ich blick durch bei diesen ganzen Unterlagen. Das machst du schon, als stellvertretende Oberschwester. Hör bloß auf. Als mir die Marquardt vorhin die Hefte in die Hand gedrückt hat, ist ihr fiese Lächeln förmlich aus dem Gesicht gesprungen. Ich sehe mich schon scheitern. Na, Mädels? Alles senkrecht? Was ist denn das für ein Spruch? Ich habe so gute Laune. Lass mich raten, die digitale Radiologie. Zu Hause höre ich in den letzten Wochen nichts anderes mehr. Also, wenn du Fragen hast... Das ist grandios, da geht's um Visionen. Man hat das Gefühl, ein neues Zeitalter ist angebrochen. Es gibt so viele Möglichkeiten mit diesen Geräten, dass... Naja, ich gehe dann mal. Remmers und Remmers, da haben wir's. Frau Dr. Eichhorn, Sie kriegen endlich Verstärkung. Das gibt's doch nicht. Jan, wie kommst denn du hierher? Der ist der Berater für die digitale Radiologie.
Vorzustellen brauche ich Sie einander wohl nicht. Jan, Herr Berger und ich, wir haben uns während des Studiums in Wien kennengelernt. Aber das gehört jetzt nicht her. Kannst du dich noch an den Opernball erinnern? Elena. Lassen Sie sie doch. Jan hat mit irgendeinem Trick Karten besorgt. Du in gebrauchten Frack, leider zwei Nummern zu klein und mir ist beim Eröffnungswalzer der Absatz abgebrochen. Aber ich habe weiter getanzt. Ihre Vergangenheit steckt ja wirklich voller Geheimnisse. Es war eine tolle Zeit. Ja, dann haben wir uns allerdings aus den Augen verloren. Wie das manchmal so ist. Ich habe dich aber noch eine Zeit lang gesucht. Ja, und hier haben sie sich wiedergefunden. Also ich mache mich dann mal an die Arbeit, weil sonst schaffe ich das Pensum auch gar nicht. Ich kann dich doch rumführen. Na, später. Dr. Eichmann, ich hoffe, Herr Berger ist eine Unterstützung für Sie. Natürlich. Und ich hoffe, Sie erinnern sich auch, wem Sie diesen Job zu verdanken haben. Professor Simoni. Ja, der musste aber erstmal in die richtige Richtung geschubst werden. Bin ich Ihnen denn jetzt zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet? Also wenn Ihre Karriere hier nicht zu Ende sein soll, Sie wollen doch von der Projektleiterin zur Leiterin der Notaufnahme aufsteigen, oder? Ja. Das schaffen Sie nicht alleine. Es ist doch Schicksal, dass wir uns hier wieder begegnet sind. Wohl eher Zufall. Jan, was ist los? Wieso? Was soll sein? Dass du mich so auflaufen lässt. Ich habe wirklich viel zu tun. Lass uns auch Kaffee trinken gehen. Oder wir gehen heute Abend aus. Ich lade dich ein. Ach, ich suche den Frau Dr. Löbisch. Ich habe sie nicht gesehen. Ach, hallo, Frau Dr. Löbisch. Ich suche sie schon die ganze Zeit. Ja, das ist abgegeben worden beim Empfang von einem dankbaren Patienten. Schön. Sind Sie gar nicht neugierig? Amor, drei Liebesbrote. Ich denke, du hast zu tun. Was soll ich denn damit machen? Tja, vielleicht reparieren Sie erstmal den Rahmen? Bin ich was vor Ort oder was? Das ist doch schließlich gerade kaputt gemacht. Ja, vielleicht sollte es ja doch lieber in die Hände eines Fachmanns geben. Hm? Das schaffe ich schon noch, ne? Diese Kleinigkeit hier. Nur zu, Herr Wolf. Nur zu. Ist was? Nein. Ich wusste gar nicht, dass du wieder in der Stadt bist. Ich bin gerade erst angekommen. Mit Pauken und Trompeten, wie man sieht. Jenny, warum hast du bei mir anrufen lassen? Ich brauche einen Anwalt. Dann schlag im Telefonbuch nach. Einen guten. Es überrascht mich, dass du so viel von mir hältst. Als Anwalt bist du einsame Spitze, aber das weißt du ja. Und als Ehemann ein Versager. Wie geht es, Oskar? Mein liebes Brüderchen setzt alles daran, unsere Kanzlei zu ruinieren, aber was tut man nicht alles für die Familie? Sicher. Willst du in Leipzig bleiben? Würde dich das stören? Du kannst tun und lassen, was du willst. Wir sind schließlich geschieden. Ja. Das ist wohl so. Naja, wie auch immer. Dann erzähl mir mal, was passiert ist. Du willst den Fall übernehmen? Na, du schlägst ja heute wieder mal zu. Werd mir bloß nicht zu dick. Dafür hast du ja die Kalorien für eine ganze Woche auf dem Teller, ne? Und mir ist immer noch kalt vom Weg heute früh in die Klinik, trotz der anstrengenden OP gerade. Da hilft mir entweder ein steifer Grog oder aber die pure Sünde. Wie wäre es endlich mal mit einem Auto? Jetzt fang du nicht auch noch an. Falls Sie dazu brauchen, ich hätte dann ein Angebot. Aber Sie meinen jetzt nicht die Schrottlaube da draußen mit der unmöglichen Farbe? Wieso nicht? Das Auto zeigt Charakter, Individualität und die paar Lebensspuren machen es unverwechselbar. Das passt zu Ihnen. Also, wenn das jetzt ein Kompliment sein sollte? War es. Und warum wollen Sie dann dieses unverwechselbare Luxusmodell verkaufen? Ich mache gerade eine Phase der Veränderung durch. Na dann, verändern Sie mal. Na, kennst du den schon länger? Seit heute früh. Sehr gute Ausstrahlung. Aber für dich ist der trotzdem nichts, glaube ich. Wieso das denn? Ach, na ja, diese etwas zu selbstbewusste Tour. Ein Witz. Oh Gott. Und dieser gestellte Körper bestimmt jahrelanges Training. Du, bei dem dürftest du unter Garantie nur Rohkost futtern. Du meinst also, ich halte mich eher an die Bierbäuche mit den Halbglatzen? Ist ja der Wahnsinn. Ja, ein visuelles Erlebnis sozusagen. Ja, das kann man wohl sagen. Jetzt lassen Sie Herrn Berger mal arbeiten. Ja, die jungen Kollegen sind oft sehr interessiert. Alter schützt vor Technik nicht. Lass es uns beginnen, ich habe leider wenig Zeit. Dr. Heimann war so freundlich, mir ein paar seiner Unterlagen zur Verfügung zu stellen. So kann ich Ihnen die digitale Radiologie anhand eines aktuellen Beispiels vorführen. Jenny Lamberts, Thorax, Trauma nach einem Verkehrsunfall. Ja. Ich kann jetzt praktisch jedes Detail beinahe
beliebig vergrößern. Und Helligkeit und Kontraste? Das kann man so verändern, dass man tendenziell die Knochen ausblendet, um so die Weichteile besser sichtbar zu machen. Nicht schlecht. Wenn wir jetzt ein paar ältere Aufnahmen von der Patientin hätten, können wir die problemlos daneben stellen und vergleichen. Des Weiteren haben wir noch die Möglichkeit... Moment. Stimmt doch was nicht. Jetzt ist aber gut, wir machen ja eine Technik-Einführung. Was ist denn das hier? Er hat recht, Roland. Guck doch mal. Das stimmt, das ist eine auffällige Struktur. Ein Lungenkarzinom? Die Lage wäre äußerst unwahrscheinlich. Eine abgelaufene Tuberkulose? Aber die sieht normalerweise anders aus. Das könnte ein Thymus-Tumor sein. Thymome sind extrem selten. Also wenn Dr. Brentano recht hat, dann hätte mich das neue System auf Anhieb überzeugt. Das lässt einiges für die Zukunft unserer Diagnostik erwarten. Ja, Herrschaften, ich muss in den OP. Unsere Projektleiterin wird mich bitte auf dem Laufenden halten. Ist mit der Einführung schon begonnen? Ja. So konzentriert, wie Sie alle aussehen, scheint die digitale Radiologie schon viele Anhänger gefunden zu haben. Hast du momentan irgendwas mit Zeitdruck auf dem Tisch? Gut, du wirst die Sache mit Jennys Unfall übernehmen. Heath! Jenny hat ganz schlechte Karten, sie hat einen Motorradfahrer schwer verletzt. Aber du wirst es schon machen, weil da nichts mehr zu versauen ist. Der ideale Fall für mich. Kannst du endlich mal zeigen, was du drauf hast? Was ist los mit dir? Wie sieht sie aus? Schön. Wie immer. Selbst im Krankenhaus. Du hast dir nie verziehen, dass ich die Scheidung wollte, oder? Hat sie nach mir gefragt? Warum sollte sie? Nur so. Mach deine Arbeit. Wenn man die Diagnose kennt, kann man sogar mit herkömmlicher Betrachtung der Aufnahmen etwas erkennen. Ein Tumor der Thymusdrüse. An einer ausgesprochen heiklen Stelle. Zwischen Herz und Lunge. Und wahrscheinlich noch verwachsen mit dem umliegenden Gewebe und den Gefäßen. Eine OP ist riskant, aber ich halte sie bei der derzeitigen Größe der Geschwulst für noch möglich. Nur 25% dieser Tumore sind bösartig. Dann hätte Frau Lamberts also gute Chance. Ich rede nachher mit der Patientin. Ich werde eine Gewebeprobe des Tumors per CT-gestützter Punktion entnehmen. Oh, Stich. Die digitalen Möglichkeiten beginnen mich zu überzeugen. Ich möchte so schnell wie möglich mehr davon erfahren. Wie geht's euch? Sie ist ja geradezu Feuer und Flamme. Was haltet ihr davon, wenn wir uns heute Abend treffen? Bei mir zu Hause. Was gibt's? Spaghetti mit selbstgemachtem Pesto und guten Roten besorge ich da. Sonst müssen wir den Rotwein immer selber mitbringen. Also, ich bin dabei. Ja. Ich auch. Was das Essen angeht, für mich nur ein Salat. Ach, Sie bevorzugen Rohkost? Wieso? Nur so. Aha. Wir müssen. Es fasziniert mich wirklich. So? Ich brauche so Beruhigung, eine Spritze oder irgendwas. Was ist denn los, Herr Wolf? Ich hab gewusst, dass das schief geht. Ich wollte den Rahmen richten und dabei ist mir das ganze Bild auseinandergekracht. Die Leinwand ist einfach zu morsch. So kann man nicht sparen. Sie haben das Bild zerstört. Ja. Ich hoffe, Sie haben eine gute Haftpflichtversicherung. Frau Doktor. Reparieren Sie den Rahmen und lassen Sie um Gottes Willen das Bild. Ja, das ist doch schade um den Liebesboten. Wer braucht denn einen Liebesboten? Immer dieses Hin und Her bei Pete, dass er jetzt dich schickt. So verkehrt finde ich das gar nicht. Wie meinst du das? So kann ich immerhin was für dich tun. Ich habe mich auch schon mal umgehört und im Schwesternzimmer aufgeschnappt, dass es dem Motorradfahrer besser geht. Das heißt, das ist eine Teilentwarnung. Vielleicht können wir uns mit dem außergerichtlich einigen, damit dir wenigstens der Zivilprozess erspart bleibt. Was heißt wenigstens? Wenn die Polizei einen Unfall aufgenommen hat, ist automatisch ein Strafverfahren eröffnet. Ich könnte natürlich bei der Staatsanwaltschaft vorsprechen. Hört sich so an, als wolltest du mir Mut machen. Ja, das hört sich nicht nur so an. Wenn wir es schaffen, dass du mit der Zahlung eines Schmerzensgeldes davon kommst. Wie soll ich denn das Geld nehmen? Ich bin schon eine Weile arbeitslos und zusammen mit dem Unterhalt komme ich gerade so hin. Ja, Gott, da muss Peter immer mehr. Ich will das nicht. Allerdings kann ich so wahrscheinlich nicht mal dich bezahlen. Wir finden schon eine Lösung. Lass mich nur machen. Ich würde gern mit ihm reden. Ja. Ich bin schon. Nein. Bitte bleib. Was wir zu besprechen haben, sollte vielleicht besser unter vier Augen. Er war mein Schwager, jetzt ist er mein Anwalt. Er gehört dazu. Wir haben ein Thymom entdeckt. Ein Tumor der Thymusdrüse. Der Thymus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Herzens und ist für die Entwicklung des Immunsystems von zentraler Bedeutung. Normalerweise bildet sich der Thymus im Fettgewebe um. In seltenen Fällen kann ein Tumor entstehen. Krebs. Ich habe also Krebs. Wir wissen noch nicht, ob die Geschwulst bösartig ist. Hatten Sie in letzter Zeit Schluckbeschwerden, Sehstörungen? Ich möchte jetzt doch lieber alleine sein.
Frau Lammers, es besteht erstmal kein Grund zu übertriebener Sorge. Lassen Sie mich. Bitte. Was gibt es da noch zu klären? Du hast die Stelle damals in Hamburg bekommen und bist gegangen. Das Angebot kam wirklich überraschend. Was ist denn hier los? Dürfte ich vielleicht mal erfahren, was Sie da machen? Was ich mache? Ich mache Ordnung. Dieses Tohuwabohu, die Kabel. Hören Sie sofort auf damit. Aber hören Sie mal, die Unordnung, das Kabel. Hören Sie mir mal zu. Diese Technik ist nicht nur hochkomplex, sondern ziemlich teuer. Und das perfekte Funktionieren dieser Geräte hilft unter anderem dabei, Menschenleben zu retten. Das weiß ich auch. Sie haben hier also überhaupt nichts zu suchen. Ja, hören Sie mal. Anscheinend alles, was Sie in die Hand nehmen, kaputt. Was? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich musste mich damals sofort entscheiden. Die wollten mich haben. Ich wollte dich auch haben. Und genau deswegen habe ich mich nicht in Hamburg beworben. Das wusste ich nicht. Jan, das musst du mir glauben. Du hast ja recht, ich bin damals weggelaufen. Ich hatte das Gefühl, von deiner Energie erschlagen zu werden. Neben dir habe ich mich oft wie ein kleines Häufchen nichts gefühlt. Hamburg war meine Rettung. Dein Hamburg hat mein ganzes Leben verändert. Ich habe mein Studium abgebrochen. Ich dachte immer, dass dich nichts aus der Bahn werfen kann. Ja, hat es ja letztendlich auch nicht. Nach einigen Gelegenheitsjobs habe ich ein paar Zusatzsemester belegt und bin in der Computerbranche gelandet. Es tut mir leid. Ich würde gerne mit dir nachher in Ruhe über damals reden. Heute nach Dienstschluss? Das geht nicht. Ich muss meine Einweisung fortsetzen. Fortsetzen? Ja, ich durfte freuen, dass deine Kollegen auch ihre Freizeit investieren wollen. Frau Dr. Globisch hat uns alle eingeladen. Von dieser Einladung weiß ich nichts. Ich habe noch zu tun. Für Sie zur Beruhigung. Morgen früh entnehmen wir gleich eine Gewebeprobe, damit wir Gewissheit haben. Habe ich denn überhaupt eine Chance? Nur in einem von vier Fällen ist der Tumor bösartig und selbst dann sind die Chancen vergleichsweise gut. Sie würden sich jetzt schon nie aufstehen. Nicht, was für dich tun kann. Wieso warst du überhaupt noch hier? Einer muss ja auf dich aufpassen. Naja. Bestimmt nicht mehr lange. Was sagst du denn da? Naja, bei dem Glück, was ich immer habe. Ich krieg einfach nichts hin. Jenny. Ist doch wahr, die Ehe mit Piefer eine Katastrophe. Ich bin so auf ihn reingefallen. Aber das kann man doch vorher nicht wissen. Was hast du eigentlich nach deiner Scheidung gemacht? Ich wollte damals einfach nur noch weg hier aus Leipzig. Aber die Stelle in Dresden erwies sich auch als totaler Flop. Naja. Und dann habe ich nur noch vorübergehend was gefunden. Seit der Scheidung ging einfach alles schief. Deshalb bist du zurückgekommen? Vielleicht. Sei nicht traurig, du. Wir schaffen das. Meinst du? So wie ich hier liege. Einsam, ziemlich pleite. Und mit etwas hier drin, was wächst und mich vielleicht umbringt. Also wenn man nicht wüsste, was es ist, dann könnte man diese Projektion glatt für moderne Kunst halten. Also ein Leberkarzinom hänge ich mir jedenfalls nicht an die Wand. Ja, ich finde auch, dass der Liebesbote viel besser zu Ihnen passt. Finden Sie? Der Liebesbote? Ist uns da was entgangen? Ich habe ein Bild geschenkt bekommen von einem Patienten. Mit Amor drauf. Erzähl uns mehr. Mehr ist nicht. Also ich mache das. Wein, Weib und Gesang. Jetzt folgt der gemütliche Teil des Abends. Wie sind Sie eigentlich zur digitalen Radiologie gekommen? Ja, man kann mit Computern eine Menge Geld verdienen, wenn man weiß wie. Die Frage war eigentlich ernst gemeint. Ich habe eine Menge ausprobiert. Bin durch die halbe Welt gereist, war nirgends länger als ein paar Monate. Bin halt wieder in Deutschland gelandet. Er antwortet ja nicht.
So ignorant, wie er sein Auto parkt, so führt er ein Gespräch. Er wird mir schon antworten, lass mal. Kommt eine Frau mit einem solch umtriebigen Mann überhaupt klar? Kommt auf die Frau an. Immerhin war ich schon auf dem besten Wege, mich ernsthaft zu binden. Und was hat sie auf diesem Weg abgehalten? Also, wenn wir stören... Wieso ist eigentlich Frau Eichhorn heute Abend nicht dabei? Wir haben privat kaum Kontakt zu ihr. Sie duzen Frau Eichhorn. Kennen Sie sich schon länger? Die Geschichte hier würde ich Ihnen gerne anderes Mal erzählen. Wie? Was? Was hältst du davon, wenn wir Jenny einen zinslosen Kredit geben? Herr Gott, wir müssen noch irgendwas tun, um sie aufzubauen. Ich will mit Jenny nichts mehr zu tun haben. Auch wenn ich mich für einen Moment habe hinreisen lassen. Ja. Daran ändert auch ihre Erkrankung nichts. Du konntest dich noch nie auf jemanden einlassen, dem es schlecht geht. Nein, du kannst dich auf überhaupt niemanden einlassen, weil du nur dich selbst liebst. Das hast ausgerechnet du. Bei dir hat doch noch keine Beziehung wirklich länger gedauert. Was weißt du denn über die Liebe? Ha? Der Tod, der lässt sich nicht beherrschen. Und genau das ist es, was du nicht erträgst. Es ist überhaupt nicht aus, ob Jenny wirklich... Aber sie könnte sterben. Im Rahmen der Gewebeprobe per Nadelbiopsie werden wir permanent durch eine Computertomographie überwachen. Dadurch können wir Ihnen und uns einen größeren Eingriff ersparen. Blutdruck 140 zu 60, Puls 110. Sie sind aufgeregt, ne? Verstehe ich. Aber das müssen Sie nicht sein. Das heißt doch immer, das Wichtigste ist der Lebensmut. Die Krankheit annehmen und das Leben wollen mit aller Energie. Das gilt für jeden Patienten. Das müssen Sie sagen. Machen Sie sich nicht verrückt. Wir schaffen das. Ja, die Chancen stehen 3 zu 1. Yvonne, wir können anfangen. Herr Remmers lässt Ihnen Grüße ausrichten. Er wartet draußen auf Sie. Welche? Peter oder Oscar? Er hat eine Frisur, als wäre er DJ. Oscar. Morgen. Morgen. Na, wie war eure Fortbildung? Gut, du hast sehr nette Kollegen. Du meinst eine nette Kollegin? Warte mal. Morgen. 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 Ich habe nachgedacht. Ich habe jetzt begriffen, wie sehr ich dich verletzt habe. Elena, es ist vorbei und du wirst daran nichts mehr ändern. Können wir nicht doch irgendwie halbwegs normal miteinander umgehen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Du, ich werde mich nicht auf deine Seite schlagen und auf keine andere. Frau Doktor, von so kleinen Katastrophen am Morgen sollte man sich nicht den Tag verderben lassen. Schon gar nicht, wenn sie durch einen Mann verursacht werden. Sie sehen Dinge, die es gar nicht gibt. Ich sehe Dinge, die eine Frau sieht. Das war knapp. Tja, das ist ja der Klassiker. Mit einer schönen Frau im Fahrstuhl. Und dann stecken bleiben, was? Na, da kann man auch was drehen. Ist das hier der Notlateknopf? Ja, machen Sie nur. Dann drücke ich den Alarmknopf. Ist heute über alle Korridore. Und dieser Hausmeister kommt. Dann lassen wir das lieber. Ich würde nur gerne das Gespräch von gestern heute Abend fortsetzen. Sie wollen mich doch nicht etwas zum Abendessen einladen. Mit Champagner und Kerzenlicht. Warum nicht? Sie haben ein Brüsseler Kennzeichen. Oh, das hat gar nichts zu bedeuten. Ich bin immer in Bewegung. Will heißen, ganz schnell wieder weg. Sie könnten das ändern. Gut, also wenn schon nicht heute Abend, dann morgen früh. Ich gehe mal joggen. Es treibt den Frust aus dem Hirn und den Schlaf aus den Knochen. Mhm. Und die Endorphine machen ganz übermütig. Wir beide im Gleichschritt. Wir atmen im gleichen Rhythmus. Und da redet sie's wie von selbst. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen joggen möchte. Naja, Sie fahren ja lieber Auto. Hm? Das Angebot steht übrigens noch. Ich fahre morgen einen neuen Firmenwagen. Und ich soll mit Ihrer Karre vorlieb nehmen? Für Sie würde ich den sogar umschmeißen. Den ertrage ich jetzt nicht. Hallo! Frau Dr. Globisch! Würden Sie das für mich übernehmen? Bitte. Eine Frau Dr. Globisch hat jetzt überhaupt keine Zeit. Was? Ja, da müssen Sie mir helfen. Das geht aber hoffentlich nicht immer noch um dieses Bild. Oh ja! Wer hat denn das überhaupt gemalt? Ach, das wissen Sie gar nicht. Nee, muss man das? Ja, solche Informationen haben natürlich ihren Preis. Was denn für ein Preis? Also, Sie lassen ab jetzt die Finger von meiner Technik, einschließlich aller Drähte und Kabel. Und ich verrate Ihnen den Namen. So was nennt man Ausnutzen einer Notsituation. Aber gut. Könnten Sie mir das bitte mal, können Sie mir das mal aufschreiben? Warte mal. Aber wie gesagt. Ja, ich lasse meine Finger von Ihren Kabeln und Geräten. Vorerst. Oscar. Na? Die sind schön. Für dich?
Wie geht es dir? Weißt du schon was? Sagt Piet nichts dazu, dass du in der Kanzlei bist? Was soll er schon sagen? Wo meine Mandantin mich doch braucht. Du bist ein komischer Mann. Immerhin bin ich auf dem besten Wege zu einer außergerichtlichen Einigung. Und ich bin gerade dabei, dir einen Kredit zu besorgen. Jenny. Mich bitte, aber ich brauche dein Mitleid nicht. Bitte. Mein kleiner Bruder. Ich hab's mir schon gedacht, die Klienten rennen uns die Kanzlei ein und mein liebes Brüderchen hat nichts Besseres zu tun, als ihr Händchen zu halten. Du hattest 2 Termine heute Nachmittag. 2 Termine. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe das schon für dich erledigt, wie ich immer alles für dich erledige. Jenny ist auch meine Mandantin. Naja. Du willst zu ihr? Was dagegen? Über die Blumen freut sie sich bestimmt. Der sieht ja aus wie mein Brautstrauß. Damals hat er dir gefallen. Damals. Piet, was willst du? Hast du mich wirklich nur angerufen, damit ich deinen Fall übernehme? Das macht dir jetzt sowieso Oscar. Du weißt, was ich meine. Nein, weiß ich nicht. Ich dachte... Was? Ich dachte, dass du es dir vielleicht nochmal überlegt hast. Piet. Ich könnte die besten Ärzte mobilisieren. Geld spielt keine Rolle. Ich will dein Geld nicht. Oscar ist da, wenn ich ihn brauche. Immer. Oscar, was hat denn Oscar mit uns zu tun? Ich möchte, dass du jetzt gehst. Ich habe keine gute Nachricht für Sie. Der Tumor ist bösartig. Es ist sicher schwierig, aber Sie müssen versuchen, sich den Tatsachen zu stellen. Die Chancen, das Thymom vollständig zu entfernen, sind gut, wenn wir so bald wie möglich operieren. Ich werde Sie operieren. Frau Lambert, überlegen Sie sich's in aller Ruhe. Morgen reden wir weiter. Verdammt, warum kommt der nicht? Ich werde es nicht dulden, dass Ihre Karriere durch Ihre Emotionen beeinträchtigt wird. Schließlich ist Ihr Ziel auch mein Ziel. Wie schön für Sie. Sie wollen doch noch die Leitung der Notaufnahme? Ich hoffe, Sie wissen auch noch, wer für Sie die Fäden zieht. Was haben meine Emotionen damit zu tun? Ach, so eine Wiederbegegnung mit dem Ex, die kann ja ganz erfrischend sein. Oder manchmal auch chaotisch. Und bei Ihnen bin ich mir da gerade nicht ganz so sicher. Ihr Stil ist wirklich unnachahmlich, Frau Marquardt. Ich nehme lieber die Treppe. Ich wollte mich ohnehin mehr bewegen. Sein. Oder besuchst du alle deine Mandanten mitten in der Nacht? Eigentlich nicht. Was hast du? Ist das wegen Piet? Es ist vorbei, Oscar. Ich habe Krebs. Aber das heißt doch nicht, dass du... Die Ärzte werden dir helfen. Man hat heutzutage so viele Möglichkeiten. Ja, bei dem Glück, das ich immer habe. Du darfst dich jetzt nicht aufgeben. Ich bin... Bist du immer so lieb? Warum habe ich damals nicht dich geheiratet? Wie meinst du das? Ich liebe dich schon, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Auf diesem blöden Empfang. Was? Oh Gott, ich liebe dich. Ich habe dich auch schon immer geliebt. Ich habe dich vorher nicht aus Mitleid umarmt. Wo warst du? Du warst noch mal im Krankenhaus? Du warst bei Jenny? Ja.
Was bin ich doch für ein Idiot? Sie ist nicht mehr deine Frau. Oskar ist immer für mich da. Oskar ist immer für mich da. Ich liebe Jenny. Und sie liebt mich. Seit damals, ja? Warum habe ich davon nichts gemerkt? Wie hättest du? Du siehst ja immer nur dich selbst. Ich habe mir angesehen, wie Jenny in den 4 Jahren Ehe mit dir immer unglücklicher wurde. Und ich habe nichts dagegen unternommen. Du nimmst sie mir nicht weg. Mach dich doch nicht lächerlich. Gegen Joggen. Kommen Sie denn darauf? Wenn ich mir die Schuhe so ansehe. Tja. Kommen Sie, zu zweit geht's leichter. Zu zweit wird's erst recht kompliziert. Aber das sind angenehme Komplikationen. Ich mag's mehr harmonisch. Wie wär's mit einem kleinen Sprint? Bist du den Baum da vorne? Na los. Herr Berger? Jan? Jan, was ist denn? Hey, Jan! Oh, was soll denn diese idiotische Nummer? Ist doch kinderisch. Wirklich sehr erleichtert, dass Sie sich zur Operation entschlossen haben. Ich habe wieder so große Lust aufs Leben. Wir sind hier ein sehr erfahrenes OP-Team. Aber die Operation bleibt trotzdem riskant. Statistisch gesehen ist das Risiko, bei einem Verkehrsunfall das Leben zu verlieren, ungleich höher. Hören Sie mir bloß auf mit Verkehrsunfällen. Oh, kommen Sie ruhig rein. Wir holen Sie dann später zur OP ab. Oh. Ich habe endlich mal die Fronten geklärt. Sie sind ein elender Spieler, wissen Sie das? Ich weiß, ich habe es übertrieben. Und Sie wären auch nicht der Erste, der beim Joggen einfach so umfällt. Das Alter haben Sie ja dafür. Haben Sie sich eigentlich nur als Ärztin Sorgen um mich gemacht? Okay, tut mir leid, das war dumm von mir. Bitte, geben Sie mir noch eine Chance. Was kann ich tun? Lassen Sie mich einfach in Ruhe, okay? Der Tumor ist doch erheblich mit der Aorta verwachsen. Wenn ich da mit dem Skalpell rangehe, habe ich Angst, dass uns die Patientin verblutet. Ihre Kreislaufwerte sind im Keller. Lange kann ich sie nicht mehr halten. Macht hin. Wir sollten abbrechen. Das Risiko ist zu hoch. Die Patientin hat sich nicht aufgegeben, also werde ich auch nicht aufgeben. Sie wissen, dass der Tumor mit der Rückwand verwachsen ist. Sie halten sich da bitte raus. Herr Berger hat recht. Wenn das mit der Aorta glatt geht, dann stehen wir vor dem nächsten Problem. Klemmen. Saugen. Warum meldet sich die Klinik bloß nicht? Hoffentlich ist nichts passiert. Ich bin sicher, dass sie es schafft. Oskar, ich will die Dinge hier klar haben. Was heißt das? Ich kann nicht mit dir arbeiten. Wenn du mit Jenny zusammen bist. Ach so. Du meinst, entweder die Kanzlei oder Jenny? Aber das ist keine Frage, die ich mich entscheiden werde. Das ist ein Aufhebungsvertrag meiner Tätigkeit als Sozius in der Kanzlei. Diesmal war ich schneller. Na, dann beweise mal, dass du auf dein eigenes Füßchen stehen kannst, mein kleiner Bruder. Zusammen mit Jenny werde ich das schaffen. Fehlen Sie mir, komm mal da. Absatz 2, diesen Haftungsausschluss kannst du gleich vergessen. Ja. Ja. Danke. Ja. Oh, ich habe in der OP Blut und Wasser geschwitzt. Man gewöhnt sich dran und wenn dann alles gut geht. Sie sahen in Ihrer Anspannung übrigens sehr schön aus. Fragwürdiges Kompliment. Mit Mundschutz und Haube. Ich habe Ihre Augen gesehen und mir den Rest vorgestellt. Sie geben wohl niemals auf. Was wollten Sie mir eigentlich zeigen? Wenn die Größe nicht stimmt, können Sie sie auch umtauschen. Ich wollte Ihnen die eigentlich heute früh schon geben. Zur Versöhnung. Und wer sagt Ihnen, dass ich jemals wieder joggen werde? Ihre Augen. Vorsicht! Oh, Frau Doktor, ich habe Sie schon im ganzen Haus gesucht. Hier ist es. Gereinigt, restauriert und repariert. Alles fix und fertig. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Sie haben die zerrissene Leinwand wieder gepflegt? Ja, entweder man ist ein Spezialist oder man ist keiner. Ja, dann zeigen Sie doch mal Ihr Meisterwerk. Sehr gern. Voila! Das sieht ja aus wie neu. Was denken Sie, was ich da für Dreck runtergeholt habe?
Na, an einigen Stellen habe ich gepflegt, aber das siehst du nicht. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Malen wie die alten Meister. Das gab's im Kaufhaus. Malen nach Zahlen. Brauchst du bloß ausmalen. Wie bitte? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, wenn es doch bloß ein anderes Motiv wäre. Warum? Was haben Sie denn gegen Amor? Ich dachte, ich tue Ihnen einen Gefallen. Ja. Ach, Herr Wolf. Nee, ist schon gut. Mahlzeit. Und was mache ich jetzt mit dem Schinken? Können ihn erstmal hier stehen lassen. Wie viel wollen Sie eigentlich für Ihr Auto haben? Oh, über den Preis, wir waren schon einig. Er ist auf jeden Fall für Sie reserviert. Soll ich ihn noch umspritzen? Unterstehen Sie sich. Wir haben Sie in ein künstliches Koma versetzt, damit sich Ihr Körper von dem Eingriff erholen kann. War es so schlimm? Es gab eine Krise. Was? Wir sind in solchen Fällen immer auch auf den Überlebenswillen des Patienten angewiesen. Frau Lamberts ist eine sehr starke Frau. Ich weiß. Wenn es keine Komplikationen gibt, werden wir Sie morgen früh aufwachen lassen. Dr. Globisch? Nicht, dass Sie mich missverstehen. Ich habe das Gefühl, dass sich im Moment zwischen uns Spannungen aufbauen. Und mir wäre sehr wichtig, dass wir weiterhin in kollegialem Einverständnis... Das ist absolut in meinem Sinne. Aber Sie sollten vielleicht bei sich anfangen und aufhören, Job und Privatleben durcheinander zu bringen. Darf ich trotzdem was Privates loswerden? Im Sinne des reibungslosen Ablaufs unserer Arbeit? Ich kenne Jan Berger sehr gut. Ich war lange genug mit ihm zusammen. Ja. Und? Jan ist sehr dynamisch. Er steckt voller Ideen. Das kann sehr faszinierend sein. Mich interessieren Ihre Geschichten aber nicht. Aber auch sehr anstrengend. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann prescht er auf sein Ziel zu und nimmt auf niemanden Rücksicht. Mir wäre einfach wichtig, dass Ihre Beziehung zu Jan keinen Einfluss auf unsere Zusammenarbeit hat. Wenn Sie noch eine offene Rechnung mit Herrn Berger haben, dann klären Sie das doch bitte mit ihm persönlich. Das sieht doch aus, als hätten Sie nie was anderes gemacht. Das muss an Ihren Schuhen liegen. Das ist Schicksal, dass Sie uns begegnet sind. Finden Sie? Ich denke, es ist reiner Zufall. Warum ist eigentlich Ihre Beziehung zu Dr. Eichhorn in die Brüche gegangen? Ja, wahrscheinlich war ich nicht immer sehr rücksichtsvoll. Oh, klingt ja, als hätten Sie was dazugelernt. Manchmal möchte ich doch noch mit dem Kopf durch die Wand. Und täuschen mal eben eine kleine Herzattacke vor. Nur, wenn es mir nicht schnell genug geht. Also ich hätte noch Kondition für einen kleinen Sprint. Gut, aber wenn Sie gewinnen, dann kaufen Sie endlich mein Auto. Einverstanden, aber ich warne Sie. Wenn Sie diesmal wieder zusammenbrechen, dann helfe ich Ihnen nicht. Bis zu dem Baum da hinten? Wenn das mal gut geht. Okay, Sie haben gewonnen. Sie haben mich gewinnen lassen. Ah, erste Siegerehrung. Her mit der Karre. Okay, ich gebe auf. Du hast es überstanden. Wir konnten den Tumor entfernen. Dann habe ich es jetzt geschafft. Ich würde gerne auf Nummer sicher gehen und empfehle Ihnen dringend eine postoperative Strahlentherapie. Das schaffst du auch noch. Wir sollten die Patientin nicht mehr besuchen, überfordern. Sie braucht absolute Ruhe. Es ist wichtig. Ich wünsche dir Glück, Jenny. Ich wünsche euch Glück. Ich liebe dich. Ich dich auch. Na? Ich hab was für Sie. Komm ich denn zu der Ehre? Ich finde, das ist ein fairer Preis, oder? Sie wollen mit dem Ölschinken mein Auto bezahlen. Um die Kiste loszuwerden, hätten Sie ansonsten noch eine Verschrottungsgebühr zahlen müssen. Ja, 250 Euro hätte mich der Spaß gekostet. Du bist ein elender Spieler. Willst du damit leben? Mal sehen. Schlüssel. Wir sind schon weg. Seit wann legst du denn so viel Wert auf deinen Parkplatz? Findest du das nicht ein bisschen kleinlich? Ich hab's eilig. Katrin offenbar auch. Naja, Büchsen werden wir nicht gleich ans Auto binden müssen. Warten wir's ab.
Somebody says you're too young, our love is not going on. They say you better go away, cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. We can make it through stormy weather, as long as we stay together. Yeah, love is enough. Wie läufst du denn rum? Willst du auf dem Mount Everest? Achim, es ist kalt. Schaff dir doch endlich mal ein Auto an. Klimatisiert mit Sitzheizung. Damit ich mich dann jeden Morgen um den Parkplatz schlagen darf? Das ist ein Parkplatz für Autos, nicht für Spielzeug. Außerdem ist er reserviert. Oh, lassen Sie mich jetzt abschleppen. Oh, der macht auf die ganz coole Tour. Jedenfalls braucht er keine Potenzkutsche, um sich zu beweisen. Haben Sie irgendwas gegen mein Auto? Nicht, wenn Sie Dr. Heilmann einparken lassen. Ah, sind Sie so eine Art Friedensengel oder ist er Ihr Chef? Dreimal dürfen Sie raten. Der Chefarzt hätte ich mir denken können, bin sofort wieder weg. Ein Auto wäre gar nicht schlecht, aber erstens bin ich 100 Jahre nicht gefahren und zweitens weiß ich gar nicht, was für ein Modell ich mir zulegen sollte. Na, wie wär's denn mit so einem für den Anfang? Ich wusste gar nicht, dass du mir so viel Geschmack zutraust. Ja, da passt in jede Parklücke. Sag mal, fandst du es nicht ein bisschen kleinlich, so auf deinem Parkplatz zu bestehen? Was heißt kleinlich? Steht groß dran. Außerdem kann ich nichts dafür, wenn der Kerl nicht lesen kann. Morgen. Außerdem habe ich es eilig. Na dann. Katrin, komm. Motorradfahrer kümmert sich Dr. Globisch. Danke. Tschüss, Kollegen. Tschüss. Ich habe das Stoppschild zu spät gesehen. Es tut mir so leid. Guten Tag, Frau Lamberts. Ich bin Dr. Heilmann. Die Kreuzung, diese Kreuzung ist so unübersichtlich. Bitte beruhigen Sie sich. Das kriegen wir wieder hin. Das Motorrad hatte Vorfahrt. Der Fahrer. Oh Gott, der Fahrer, wie geht's dem Fahrer? Ist er noch am Leben? Wie geht's dem Fahrer? Wir werden alles für Sie tun. Sollen wir jemanden über Ihren Unfall informieren? Ich wohne schon lange nicht mehr in Leipzig. Haben Sie Verwandte, Freunde? Rufen Sie bei Remmers und Remmers an der Anwaltskanzlei. Remmers und Remmers. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss sagen, lassen Sie Herrn Berger mal arbeiten. Ja, die jungen Kollegen sind auch sehr interessiert. Alter schützt vor Technik nicht. Lass es uns beginnen, ich habe leider wenig Zeit. Ja, Dr. Heilmann war so freundlich, mir ein paar seiner Unterlagen zur Verfügung zu stellen. So kann ich Ihnen die digitale Radiologie anhand eines aktuellen Beispiels vorführen. Jenny Lamberts, Thorax-Trauma nach einem Verkehrsunfall. Ja. Ich kann jetzt praktisch jedes Detail beinahe beliebig vergrößern. Und Helligkeit und Kontraste? Das kann man so verändern, dass man tendenziell die Knochen ausblendet, um so die Weichteile besser sichtbar zu machen. Nicht schlecht. Wenn wir jetzt ein paar ältere Aufnahmen von der Patientin hätten, können wir die problemlos daneben stellen und vergleichen. Des Weiteren haben wir noch die Möglichkeit... Moment. Stimmt doch was nicht. Jetzt ist aber gut, wir machen ja eine Technik-Einführung. Was ist denn das hier? Er hat recht, Roland. Guck doch mal. Das stimmt. Das ist eine auffällige Struktur. Ein Lungenkarzinom? Die Lage wäre äußerst unwahrscheinlich. Eine abgelaufene Tuberkulose? Aber die sieht normalerweise anders aus. Das könnte ein Thymus-Tumor sein. Thymome sind extrem selten. Also wenn Dr. Brentano recht hat, dann hätte mich das neue System auf Anhieb überzeugt. Das lässt einiges für die Zukunft unserer Diagnostik erwarten. Ja, Herrschaften, ich muss in den OP. Unsere Projektleiterin wird mich bitte auf dem Laufenden halten. Hat das mit der Einführung schon begonnen? Ja. So konzentriert, wie Sie alle aussehen, scheint die digitale Radiologie schon viele Anhänger gefunden zu haben. Hast du momentan irgendwas mit Zeitdruck auf dem Tisch? Gut, du wirst die Sache mit Jennys Unfall übernehmen. Keith! Jenny hat ganz schlechte Karten, sie hat einen Motorradfahrer schwer verletzt. Aber du wirst das schon machen, weil da nichts mehr zu versorgen ist. Der ideale Fall für mich. Kannst du endlich mal zeigen, was du drauf hast? Was ist los mit dir? Wie sieht sie aus? Schön, wie immer. Ich bleib im Krankenhaus. Hast du nie verziehen, dass sie die Scheidung wollte, oder? Hat sie noch nie gefragt? Warum sollte sie? Nur so. Mach deine Arbeit. Wenn man die Diagnose kennt, kann man sogar mit herkömmlicher Betrachtung der Aufnahmen etwas erkennen. Ein Tumor der Thymusdrüse. Ja. An einer ausgesprochen heiklen Stelle. Zwischen. Nun, bitte vergessen Sie das. Machen Sie das nicht. Nehmen Sie bitte Blut ab und anschließend Sonographie.
Jedenfalls wird es jetzt ernst. So. Man sieht es. Herr Berger? Oh, morgen. Herr Berger, ich wollte Ihnen unseren Klinikchef vorstellen, Professor Simoni. Das ist Herr Berger, Einführungsbetreuer und Organisationsberater der Herstellerfirma. Guten Morgen, Herr Berger. Frau Marquardt hat mich ja schon halbwegs von Sinn und Nutzen der digitalen Radiologie überzeugen können. Für die restlichen 50% sind Sie also jetzt verantwortlich. Ja, das Verfahren ist absolut ausgereift. Es wird all Ihre Erwartungen übertreffen. Herr Berger wird uns auch in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen. Ja, ich gehöre sozusagen zum Servicepaket. Sie wollen also unseren schönen neuen Konferenzraum in ein Technologiezentrum verwandeln. In kürzester Zeit wird diese Technik dann selbstverständlich zum Klinikalltag gehören. Ich tue jedenfalls mein Bestes. Ich werde fast an allen Computerarbeitsplätzen 3 Monitore installieren. Einen kleinen für die RIS-Informationen und 2 hochauflösende für die Bilddarstellung. Jeder Arzt hat dann Zugriff auf das gesamte Archiv, entsprechend seiner Berechtigung natürlich. Naja, solange ich den Schlüsselbeinbruch noch von einem Bandscheibenvorfall unterscheiden kann, machen Sie neue Berger. Frau Merkwart, wo ist eigentlich Frau Dr. Eichhorn? Dr. Eichhorn? Das ist unsere Projektleiterin für die digitale Radiologie. Dr. Eichhorn. Kennen Sie sie? Eichhorn, das klingt nur nach so großen braunen Augen. Sie scheinen ja ein wahrer Frauenkenner zu sein. Naja, bis später, aber. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur eine Brustbeinprellung. Sie waren nicht angeschnallt. Unangenehm, aber harmlos, solange die Lunge nichts abbekommen hat. Röntgen, Halswirbelsäule, Thorax. Routine wegen des Unfallmechanismus. Roland? Herr Schneider, der Motorradfahrer, ist in kritischem Zustand. Instabile Brustwirbelfraktur mit Neurologie. Ich habe im OP Bescheid gesagt, wir müssen so schnell wie möglich operieren. Wir sehen uns gleich wieder. Sie haben wirklich Glück im Unglück gehabt. Das wissen Sie schon. Na toll. Die Oberschwester ist im Urlaub und hier wird die digitale Radiologie eingeführt. Jetzt habe ich das auch noch am Hals. Meinst du, da besteht ein Zusammenhang? Hauptsache, ich blick durch bei diesen ganzen Unterlagen. Das machst du schon, als stellvertretende Oberschwester. Hör bloß auf. Als mir die Marquardt vorhin die Hefte in die Hand gedrückt hat, ist ihr fieses Lächeln förmlich aus dem Gesicht gesprungen. Die sieht mich schon scheitern. Na Mädels, alles senkrecht? Was ist denn das für ein Spruch? Ich habe so gute Laune. Lass mich raten, die digitale Radiologie. Zu Hause höre ich in den letzten Wochen nichts anderes mehr. Also wenn du Fragen hast... Das ist grandios, da geht's um Vision. In die Hände eines Fachmanns geben. Das schaffe ich schon noch, ne? Diese Kleinigkeit hier. Nur zu, Herr Wolf. Nur zu. Ist was? Nein. Ich wusste gar nicht, dass du wieder in der Stadt bist. Ich bin gerade erst angekommen. Mit Pauken und Trompeten, wie man sieht. Jenny, warum hast du bei mir anrufen lassen? Ich brauche einen Anwalt. Dann schlag im Telefonbuch nach. Einen guten. Das überrascht mich, dass du so viel von mir hältst. Als Anwalt bist du einsame Spitze, aber das weißt du ja. Und als Ehemann ein Versager. Wie geht es, Oskar? Mein liebes Brüderchen setzt alles daran, unsere Kanzlei zu ruinieren, aber was tut man nicht alles für die Familie? Sicher. Willst du in Leipzig bleiben? Würde dich das stören? Du kannst tun und lassen, was du willst. Wir sind schließlich geschieden. Ja. Das ist wohl so. Naja, wie auch immer. Dann erzähl mir mal, was passiert ist. Du willst den Fall übernehmen? Habe ich eine Wahl. Na, du schlägst ja heute wieder mal zu. Werd mir bloß nicht zu dick. Dafür hast du ja die Kalorien für eine ganze Woche auf dem Teller, ne? Und mir ist immer noch kalt vom Weg heute früh in die Klinik, trotz der anstrengenden OP gerade. Da hilft mir entweder ein steifer Krog oder aber die pure Sünde. Wie wäre es endlich mal mit einem Auto? Jetzt fang du nicht auch noch an. Falls Sie ein Auto brauchen, ich hatte dann ein Angebot. Aber Sie meinen jetzt nicht die Schrottlaube da draußen mit der unmöglichen Farbe? Wieso nicht? Das Auto zeigt Charakter, Individualität und die paar Lebensspuren machen es unverwechselbar. Das passt zu Ihnen. Also wenn das jetzt ein Kompliment sein sollte? War es. Und warum wollen Sie dann dieses unverwechselbare Luxusmodell verkaufen? Ich mache gerade eine Phase der Veränderung durch. Na dann, verändern Sie mal. Sag mal, kennst du den schon länger? Seit heute früh. Sehr gute Ausstrahlung. Aber für dich ist der trotzdem nichts, glaube ich. Wieso das denn? Ach ne, ja, diese etwas zu selbstbewusste Tour. Was? Oh Gott. Und dieser gestellte Körper bestimmt jahrelanges Training. Du, bei dem dürftest du unter Garantie nur Rohkost futtern. Du meinst also, ich halte mich eher an die Bierbäuche mit den Halbglatzen? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ein visuelles Erlebnis sozusagen. Ja, das kann man wohl... Jungen, man hat das Gefühl, ein neues Zeitalter ist angebrochen. Es gibt so viele Möglichkeiten mit diesen Geräten, dass...
Naja, ich gehe dann mal. Remmers und Remmers, da haben wir's ja. Frau Dr. Eichhorn, Sie kriegen endlich Verstärkung. Das gibt's doch nicht. Jan, wie kommst denn du hierher? Er ist der Berater für die digitale Radiologie. Vorzustellen brauche ich Sie einander wohl nicht. Jan, Herr Berger und ich, wir haben uns während des Studiums in Wien kennengelernt. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Kannst du dich noch an den Opernball erinnern? Elena. Lassen Sie sie doch. Jan hat mit irgendeinem Trick Karten besorgt. Du in gebrauchten Frack, leider zwei Nummern zu klein und mir ist beim Eröffnungswalzer der Absatz abgebrochen. Aber ich habe weiter getanzt. Ihre Vergangenheit steckt ja wirklich voller Geheimnisse. Es war eine tolle Zeit. Ja, dann haben wir uns allerdings aus den Augen verloren. Wie das manchmal so ist. Ich habe dich aber noch eine Zeit lang gesucht. Ja, und hier haben sie sich wiedergefunden. Also ich mache mich dann mal an die Arbeit, weil sonst schaffe ich das Pensum auch gar nicht. Ich kann dich doch rumführen. Na, später. Dr. Eichmann, ich hoffe, Herr Berger ist eine Unterstützung für Sie. Natürlich. Und ich hoffe, Sie erinnern sich auch, wem Sie diesen Job zu verdanken haben. Professor Simoni. Ja, der musste aber erstmal in die richtige Richtung geschubst werden. Bin ich Ihnen denn jetzt zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet? Also wenn Ihre Karriere hier nicht zu Ende sein soll, Sie wollen doch von der Projektleiterin zur Leiterin der Notaufnahme aufsteigen, oder? Ja. Das schaffen Sie nicht alleine. Schicksal, dass wir uns hier wieder begegnet sind. Wohl eher Zufall. Jan, was ist los? Wieso? Was soll sein? Dass du mich so auflaufen lässt. Ich habe wirklich viel zu tun. Lass uns doch Kaffee trinken gehen. Oder wir gehen heute Abend aus. Ich lade dich ein. Ach, ich suche die Frau Dr. Löbisch. Ich habe sie nicht gesehen. Ach, hallo, Frau Dr. Löbisch. Ich suche sie schon die ganze Zeit. Ja, das ist abgegeben worden beim Empfang von einem dankbaren Patienten. Schön. Sind Sie gar nicht neugierig? Amor, drei Liebesbote. Ich denke, du hast zu tun. Was soll ich denn damit machen? Tja, vielleicht reparieren Sie erst mal den Rahmen? Bin ich Restaurant oder was? Das ist doch schließlich gerade kaputt gemacht. Ja, vielleicht soll ich zum Service-Paket. Sie wollen also unseren schönen neuen Konferenzraum in ein Technologiezentrum verwandeln. In kürzester Zeit wird diese Technik selbstverständlich zum Klinikalltag gehören. Ich tue jedenfalls mein Bestes. Ich werde fast an allen Computerarbeitsplätzen drei Monitore installieren. Einen kleinen für die RIS-Informationen und zwei hochauflösende für die Bilddarstellung. Jeder Arzt hat dann Zugriff auf das gesamte Archiv, entsprechend seiner Berechtigung natürlich. Naja, solange ich den Schlüsselbeinbruch noch von einem Bandscheibenvorfall unterscheiden kann, machen Sie noch, Herr Berger. Wo ist eigentlich Frau Dr. Eichhorn? Dr. Eichhorn? Das ist unsere Projektleiterin für die digitale Radiologie. Dr. Eichhorn. Kennen Sie sie? Eichhorn, das klingt nur nach so großen braunen Augen. Sie scheinen ja ein wahrer Frauenkenner zu sein. Naja, bis später, aber. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur eine Brustbeinprellung. Sie waren nicht angeschnallt. Unangenehm, aber harmlos, solange die Lunge nichts abbekommen hat. Röntgen, Halswirbelsäule, Thorax. Routine wegen des Unfallmechanismus. Roland? Herr Schneider, der Motorradfahrer, ist in kritischem Zustand. Instabile Brustbeinfraktur mit Neurologie. Ich habe im OP Bescheid gesagt, wir müssen so schnell wie möglich operieren. So wie ich hier liege. Einsam, ziemlich pleite. Und mit etwas hier drin, was wächst und mich vielleicht umbringt. Also wenn man nicht wüsste, was es ist, dann könnte man diese Projektionen glatt für moderne Kunst halten. Also ein Leberkarzinom hänge ich mir jedenfalls nicht an die Wand. Ja, ich finde auch, dass der Liebesbote viel besser zu Ihnen passt. Finden Sie? Der Liebesbote? Ist uns da was entgangen? Ich habe ein Bild geschenkt bekommen von einem Patienten. Mit Amor drauf. Erzähl uns mehr. Mehr ist nicht. An sich macht es. Wein, Weib und Gesang. Jetzt folgt der gemütliche Teil des Abends. Wie sind Sie eigentlich zur digitalen Radiologie gekommen? Ja, man kann mit Computern eine Menge Geld verdienen, wenn man weiß wie. Die Frage war eigentlich ernst gemeint. Ich habe eine Menge ausprobiert. Bin durch die halbe Welt gereist, war nirgends länger als ein paar Monate und bin heute wieder in Deutschland gelandet. Er antwortet ja nicht. So ignorant, wie er sein Auto parkt, so führt er ein Gespräch. Er wird mir schon antworten, lasst mal. Kommt eine Frau mit einem solch umtriebigen Mann überhaupt klar? Kommt doch die Frau an. Es ist vorbei, Oskar. Ich habe Krebs.
Aber das heißt doch nicht, dass du... Die Ärzte werden dir helfen. Man hat heutzutage so viele Möglichkeiten. Ja, bei dem Glück, das ich immer habe. Du darfst dich jetzt nicht aufgeben. Ich bin... Du bist immer so lieb. Warum habe ich damals nicht dich geheiratet? Wie meinst du das? Ich liebe dich schon, seit ich dich das erste Mal gesehen habe. Auf diesem blöden Empfang. Was? Oh Gott, ich Idiot. Ich habe dich auch schon immer geliebt. Ich habe dich vorher nicht aus Mitleid umarmt. Wo warst du? Du warst noch mal im Krankenhaus? Du warst bei Jenny? Ja. Was bin ich doch für ein Idiot. Wenigstens der Zivilprozess erspart bleibt. Was heißt wenigstens? Wenn die Polizei einen Unfall aufgenommen hat, ist automatisch ein Strafverfahren eröffnet. Ich könnte natürlich bei der Staatsanwaltschaft vorsprechen. Hört sich so an, als wolltest du mir Mut machen. Ja, das hört sich nicht nur so an. Wenn wir es schaffen, dass du mit der Zahlung eines Schmerzensgeldes davon kommst. Wie soll ich denn das Geld nehmen? Ich bin schon eine Weile arbeitslos und zusammen mit dem Unterhalt komme ich gerade so hin. Ja, Gott, da muss Peter immer mehr. Ich will das nicht. Allerdings kann ich so wahrscheinlich nicht mal dich bezahlen. Wir finden schon eine Lösung. Lass mich nur machen. Ich würde gern mit Ihnen reden. Ja. Ich bin schon. Nein. Bitte bleib. Was wir zu besprechen haben, sollte vielleicht besser unter vier Augen. Er war mein Schwager, jetzt ist er mein Anwalt. Er gehört dazu. Wir haben ein Thymom entdeckt. Ein Tumor der Thymusdrüse. Der Thymus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Herzens und ist für die Entwicklung des Immunsystems von zentraler Bedeutung. Normalerweise bildet sich der Thymus in Fettgewebe um. In seltenen Fällen kann ein Tumor entstehen. Krebs. Ich habe also Krebs. Wir wissen noch nicht, ob die Geschwulst bösartig ist. Hatten Sie in letzter Zeit Schluckbeschwerden, Sehstörungen? Ich möchte jetzt doch lieber alleine sein. Umtriebigen Mann überhaupt, klar? Kommt auf die Frau an. Immerhin war ich schon auf dem besten Wege, mich ernsthaft zu binden. Und was hat Sie auf diesem Weg abgehalten? Also, wenn wir stören... Wieso ist eigentlich Frau Eichhorn heute Abend nicht dabei? Wir haben privat kaum Kontakt zu ihr. Sie duzen Frau Eichhorn, kennen Sie sich schon länger? Die Geschichte hier würde ich Ihnen gerne anderes Mal erzählen. Wie? Was? Was hältst du davon, wenn wir mit Jenny einen zinslosen Kredit geben? Herrgott, wir müssen noch irgendwas tun, um sie aufzubauen. Ich will mit Jenny nichts mehr zu tun haben. Auch wenn ich mich für einen Moment habe hinreißen lassen. Ja. Daran ändert auch Ihre Erkrankung nichts. Du konntest dich noch nie auf jemanden einlassen, dem es schlecht geht. Nein, du kannst dich auf überhaupt niemanden einlassen, weil du nur dich selbst liebst. Das hast ausgerechnet du? Weil dir hat doch noch keine Beziehung wirklich länger gedauert. Was weißt du denn über die Liebe? Ha? Der Tod, der lässt sich nicht beherrschen. Und genau das ist es, was du nicht erträgst. Es ist überhaupt nicht aus, ob Jenny wirklich... Aber sie könnte sterben. Im Rahmen der Gewebeprobe per Nadelbiopsie werden wir permanent durch eine Computertomographie überwachen. Dadurch können wir Ihnen und uns einen größeren Eingriff ersparen. Blutdruck 140 zu 60, Puls 110. Sie sind aufgeregt, verstehe ich, aber das müssen Sie nicht sein. 40 zu 60, Puls 110. Sie sind aufgeregt, verstehe ich, aber das müssen Sie nicht sein. Das heißt doch immer, das Wichtigste ist der Lebensmut. Die Krankheit annehmen und das Leben wollen mit aller Energie. Das gilt für jeden Patienten. Das müssen Sie sagen. Machen Sie sich nicht verrückt, wir schaffen das. Ja, die Chancen stehen 3 zu 1. Yvonne, wir können anfangen. Herr Rimmers lässt Ihnen Grüße ausrichten. Er wartet draußen auf Sie. Welcher? Peter oder Oscar? Er hat eine Frisur, als wäre er DJ. Oscar. Morgen. Morgen. Na, wie war eure Fortbildung? Gut, du hast sehr nette Kollegen. Du meinst eine nette Kollegin? Warte mal. Morgen. 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 Ich habe nachgedacht. Ich habe jetzt begriffen, wie sehr ich dich verletzt habe. Helena, es ist vorbei und du wirst daran nichts mehr ändern. Können wir nicht doch irgendwie halbwegs normal miteinander umgehen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Du, ich werde mich nicht auf deine Seite schlagen. Und auf keine andere. Frau Doktor. Von so kleinen Katastrophen am Morgen sollte man sich nicht den Tag verderben lassen. Profe. Ich bin so auf ihn reingefallen. Das kann man doch vorher nicht wissen.
Was hast du eigentlich nach deiner Scheidung gemacht? Ich wollte damals einfach nur noch weg hier aus Leipzig. Aber die Stelle in Dresden erwies sich auch als totaler Flop. Naja. Und dann habe ich nur noch vorübergehend was gefunden. Seit der Scheidung ging einfach alles schief. Deshalb bist du zurückgekommen? Vielleicht. Sei nicht traurig, du. Wir schaffen das. Meinst du? So wie ich hier liege. Einsam, ziemlich pleite. Und mit etwas hier drin, was wächst und mich vielleicht umbringt. Also wenn man nicht wüsste, was es ist, dann könnte man diese Projektion glatt für moderne Kunst halten. Also ein Leberkarzinom hänge ich mir jedenfalls nicht an die Wand. Ich finde auch, dass der Liebesbote viel besser zu Ihnen passt. Finden Sie? Der Liebesbote? Ist uns da was entgangen? Ich habe ein Bild geschenkt bekommen von einem Patienten. Mit Amor drauf. Erzähl uns mehr. Mehr ist nicht. Also ich mach das. Wein, Weib und Gesang. Jetzt folgt der gemütliche Teil des Abends. Wie sind Sie eigentlich zur digitalen Radiologie gekommen? Na, man kann mit Computer. Ich habe wirklich viel zu tun. Lass uns auch Kaffee trinken gehen. Oder wir gehen heute Abend aus. Ich lade dich ein. Ach, ich suche die Frau Dr. Hürbisch. Ich habe sie nicht gesehen. Ach, hallo, Frau Dr. Hürbisch. Ich suche sie schon die ganze Zeit. Ja, das ist abgegeben worden beim Empfang von einem dankbaren Patienten. Schön. Sind Sie gar nicht neugierig? Amor, der Liebesbote. Ich denke, du hast zu tun. Was soll ich denn damit machen? Tja, vielleicht reparieren Sie erstmal den Rahmen? Bin ich Restaurant oder was? Sie haben es doch schließlich gerade kaputt gemacht. Ja, vielleicht sollten Sie es ja doch lieber in die Hände eines Fachmanns geben. Das schaffe ich schon noch, ne? Diese Kleinigkeit hier. Nur zu, Herr Wolf. Nur zu. Ist was? Nein. Nicht, dass du wieder in der Stadt bist. Ich bin gerade erst angekommen. Mit Pauken und Trompeten, wie man sieht. Jenny, warum hast du bei mir anrufen lassen? Ich brauche einen Anwalt. Dann schlag im Telefonbuch nach. Einen guten. Das überrascht mich, dass du so viel von mir hältst. Als Anwalt bist du einsame Spitze, das weißt du ja. Und als Röntgen, Halswirbelsäule, Thorax. Routine wegen des Unfallmechanismus. Schneider, der Motorradfahrer, ist in kritischem Zustand. Instabile Brustwirbelfraktur mit Neurologie. Ich habe im OP Bescheid gesagt. Wir müssen so schnell wie möglich operieren. Wir sehen uns gleich wieder. Sie haben wirklich Glück im Unglück gehabt. Das wissen Sie schon. Na toll. Die Oberschwester ist in Urlaub und hier wird die digitale Radiologie eingeführt. Jetzt habe ich das auch noch am Hals. Meinst du, da besteht ein Zusammenhang? Hauptsache, ich blick durch bei diesen ganzen Unterlagen. Das machst du schon, als stellvertretende Oberschwester. Ja, bloß auf. Als mir die Marquardt vorhin die Hefte in die Hand gedrückt hat, ist ihr das fiese Lächeln förmlich aus dem Gesicht gesprungen. Ich sehe mich schon scheitern. Na Mädels, alles senkrecht? Was ist das für ein Spruch? Ich habe so gute Laune. Lass mich raten, die digitale Radiologie. Zu Hause höre ich in den letzten Wochen nichts anderes mehr. Also wenn du Fragen hast... Das ist grandios, da geht's um Visionen. Man hat das Gefühl, ein neues Zeitalter ist angebrochen. Es gibt so viele Möglichkeiten mit diesen Geräten, dass... Naja, ich gehe dann mal. Remmers und Remmers, da haben wir sie. Frau Dr. Eichhorn, Sie kriegen endlich Verstärkung. Knie zu entfernen sind gut, wenn wir so bald wie möglich operieren. Ich werde Sie operieren. Frau Lambert, überlegen Sie sich's in aller Ruhe. Morgen reden wir weiter. Verdammt, warum kommt der nicht? Ich werde es nicht dulden, dass Ihre Karriere durch Ihre Emotionen beeinträchtigt wird. Schließlich ist Ihr Ziel auch mein Ziel. Wie schön für Sie. Sie wollen doch noch die Leitung der Notaufnahme? Ich hoffe, Sie wissen auch noch, wer für Sie die Fäden zieht. Was haben meine Emotionen damit zu tun? Ach, so eine Wiederbegegnung mit dem Ex, die kann ja ganz erfrischend sein. Oder manchmal auch chaotisch. Und bei Ihnen bin ich mir da gerade nicht ganz so sicher. Ihr Stil ist wirklich unnachahmlich, Frau Marquardt. Ich nehme lieber die Treppe. Ich wollte mich ohnehin mehr bewegen. Sein. Oder besuchst du alle deine Mandanten mitten in der Nacht? Eigentlich nicht. Wenn mir schlecht geht,
Nein, du kannst dich auf überhaupt niemanden einlassen, weil du nur dich selbst liebst. Das hast ausgerechnet du. Bei dir hat doch noch keine Beziehung wirklich länger gedauert. Was weißt du denn über die Liebe? Ha? Der Tod, der lässt sich nicht beherrschen. Und genau das ist es, was du nicht erträgst. Es ist überhaupt nicht aus, ob Jenny wirklich... Aber sie könnte sterben. Die Entnahme der Gewebeprobe per Nadelbiopsie werden wir permanent durch eine Computertomographie überwachen. Dadurch können wir Ihnen und uns einen größeren Eingriff ersparen. Blutdruck 140 zu 60, Puls 110. Sie sind aufgeregt, verstehe ich, aber das müssen Sie nicht sein. Das heißt doch immer, das Wichtigste ist der Lebensmut. Die Krankheit annehmen und das Leben wollen mit aller Energie. Das gilt für jeden Patienten. Das müssen Sie sagen. Machen Sie sich nicht verrückt, wir schaffen das. Ja, die Chancen stehen 3-1. Yvonne, wir können anfangen. Herr Remmers lässt Ihnen Grüße ausrichten. Er wartet draußen auf Sie. Welche? Peter oder Oscar? Er hat eine Frisur, als wäre er DJ. Oscar. Morgen. Morgen. Na, wie war eure Fortbildung? Gut, du hast sehr nette Kollegen. Du meinst eine nette Kollegin? Warte mal. Morgen. 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 Ich habe nachgedacht. Morgen. 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 Ich habe nachgedacht. Ich habe jetzt begriffen, wie sehr ich dich verletzt habe. Elena, es ist vorbei und du wirst daran nichts mehr ändern. Können wir nicht doch irgendwie halbwegs normal miteinander umgehen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich werde mich nicht auf deine Seite schlagen und auf keine andere. Frau Doktor, von so kleinen Katastrophen am Morgen sollte man sich nicht den Tag verderben lassen. Schon gar nicht, wenn sie durch einen Mann verursacht werden. Sie sehen Dinge, die es gar nicht gibt. Ich sehe Dinge, die eine Frau sieht. Das war knapp. Der Klassiker. Mit einer schönen Frau im Fahrstuhl. Und dann stecken bleiben, was? Ja, da kann man auch was drehen. Ist das hier der Notlateknopf? Ja, machen Sie nur. Dann drücke ich den Alarmknopf. Es fällt über alle Korridore. Und dieser Hausmeister kommt. Dann lassen wir das lieber. Ich würde nur gerne das Gespräch von gestern heute Abend fortsetzen. Sie wollen mich doch nicht etwas zum Abendessen einladen. Mit Champagner. Es treibt den Frust aus dem Hirn. Den Schlaf aus den Knochen. Und die Endorphine machen ganz übermütig. Wir beide im Gleichschritt. Wir atmen im gleichen Rhythmus. Und da redet sie es wie von selbst. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen joggen möchte. Naja, Sie fahren ja lieber Auto. Das Angebot steht übrigens noch. Ich fahre morgen einen neuen Firmenwagen. Und ich soll mit Ihrer Karre vorlieb nehmen? Für Sie würde ich den sogar umspritzen. Aber komisch! Den ertrage ich jetzt nicht. Hallo! Frau Dr. Globisch! Würden Sie das mich übernehmen? Bitte. Eine Frau Dr. Globisch hat jetzt überhaupt keine Zeit. Was? Ja, da müssen Sie mir helfen. Jetzt geht aber hoffentlich immer noch um dieses Bild. Oh ja! Wer hat denn das überhaupt gemalt? Ach, das wissen Sie gar nicht. Nee, muss man das? Ja, solche Informationen haben natürlich einen Preis. Was denn für ein Preis? Also, Sie lassen ab jetzt die Finger von meiner Technik, einschließlich aller Drähte und Kabel. Und ich verrate Ihnen den Namen. So was nennt man Ausnutzen einer Notsituation. Aber gut. Könnten Sie mir das bitte mal... Können Sie mir das mal aufschreiben? Warte mal. Aber wie gesagt... Ja, ich lasse meine Finger von Ihren Kabeln und Geräten. Vorerst. Stärkung. Das gibt's doch nicht. Jan, wie kommst denn du hierher? Er ist der Berater für die digitale Radiologie. Vorzustellen brauche ich Sie einander wohl nicht. Jan, Herr Berger und ich, wir haben uns während des Studiums in Wien kennengelernt. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Kannst du dich noch an den Opernball erinnern? Elena. Lassen Sie sie doch. Jan hat mit irgendeinem Trick Karten besorgt. Du in gebrauchten Frack, leider zwei Nummern zu klein und mir ist beim Eröffnungswalzer der Absatz abgebrochen. Aber ich habe weiter getanzt. Ihre Vergangenheit steckt ja wirklich voller Geheimnisse. Es war eine tolle Zeit. Ja, dann haben wir uns allerdings aus den Augen verloren. Wie das manchmal so ist. Ich habe dich aber noch eine Zeit lang gesucht. Ja, und hier haben sie sich wiedergefunden. Also ich mache mich dann mal an die Arbeit, weil sonst schaffe ich das Pensum auch gar nicht. Ich kann dich doch rumführen. Ja, später. Frau Dr. Eichmann, ich hoffe, Herr Berger ist eine Unterstützung für Sie. Natürlich. Und ich hoffe, Sie erinnern sich auch, wem Sie diesen Job zu verdanken haben. Professor Simoni. Ja, der musste aber erstmal in die richtige Richtung geschubst werden. Bin ich Ihnen denn jetzt zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet? Also wenn Ihre Karriere hier nicht zu Ende sein soll, Sie wollen doch von der
Projektleiterin zur Leiterin der Notaufnahme aufsteigen, oder? Ja. Wie? Was? Was hältst du davon, wenn wir Jenny einen zinslosen Kredit geben? Herrgott, wir müssen noch irgendwas tun, um sie aufzubauen. Ich will mit Jenny nichts mehr zu tun haben. Auch wenn ich mich für einen Moment habe hinreißen lassen. Ja, daran ändert auch ihre Erkrankung nichts. Du konntest dich noch nie auf jemanden einlassen, dem es schlecht geht. Nein, du kannst dich auf überhaupt niemanden einlassen, weil du nur dich selbst liebst. Das hast ausgerechnet du. Bei dir hat doch noch keine Beziehung wirklich länger gedauert. Was weißt du denn über die Liebe, ha? Der Tod, der lässt sich nicht beherrschen. Und genau das ist es, was du nicht erträgst. Es ist überhaupt nicht aus, ob Jenny wirklich... Aber sie könnte sterben. Ihren Name der Gewebeprobe per Nadelbiopsie werden wir permanent durch eine Computertomographie überwachen. Dadurch können wir Ihnen und uns einen größeren Eingriff ersparen. Blutdruck 140 zu 60, Puls 110. Sie sind aufgeregt, verstehe ich. Aber das müssen Sie nicht sein. Das heißt doch immer, das Wichtigste ist der Lebensmut. Die Krankheit annehmen und das Leben wollen mit aller Energie. Das gilt für jeden Patienten. Das müssen Sie sagen. Machen Sie sich nicht verrückt. Wir schaffen das. Ja, die Chancen stehen 3 zu 1. Yvonne, wir können anfangen. Herr Remmers lässt Ihnen Grüße ausrichten. Er wartet draußen auf Sie. Welche? Peter oder Oscar? Er hat eine Frisur, als wäre er DJ. Oscar. Um einen Parkplatz sagen darf? Ein Parkplatz für Autos, nicht für Spielzeug. Außerdem ist er reserviert. Oh, lassen Sie mich jetzt abschleppen. Oh, der macht auf die ganz coole Tour. Jedenfalls braucht er keine Potenzkutsche, um sich zu beweisen. Haben Sie irgendwas gegen mein Auto? Nicht, wenn Sie Dr. Heilmann einparken lassen. Ah, sind Sie so eine Art Friedensengel oder ist er Ihr Chef? Dreimal dürfen Sie raten. Der Chefarzt, hätte ich mir denken können, bin sofort wieder weg. Ein Auto wäre gar nicht schlecht, aber erstens bin ich 100 Jahre nicht gefahren und zweitens weiß ich gar nicht, was für ein Modell ich mir zulegen sollte. Na, wie wär's denn mit so einem für den Anfang? Ich wusste gar nicht, dass du mir so viel Geschmack zutraust. Ja, da passt in jede Parklücke. Sag mal, fandest du es nicht ein bisschen kleinlich, so auf deinem Parkplatz zu bestehen? Was heißt kleinlich? Steht groß dran. Außerdem kann ich nichts dafür, wenn der Kerl nicht lesen kann. Morgen. Außerdem habe ich es eilig. Na dann. Katrin, komm. Motorradfahrer kümmert sich Dr. Globisch. Danke. Tschüss. Herr Berger, ich wollte Ihnen unseren Klinikchef vorstellen, Professor Simoni. Das ist Herr Berger, Einführungsbetreuer und Organisationsberater der Herstellerfirma. Guten Morgen, Herr Berger. Frau Marquardt hat mich ja schon halbwegs von Sinn und Nutzen der digitalen Radiologie überzeugen können. Für die restlichen 50% sind Sie also jetzt verantwortlich. Ja, das Verfahren ist absolut ausgereift. Es wird all Ihre Erwartungen übertreffen. Herr Berger wird uns auch in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen. Ja, ich gehöre sozusagen zum Service-Paket. Sie wollen also unseren schönen neuen Konferenzraum in ein Technologiezentrum verwandelt. In kürzester Zeit wird diese Technik selbstverständlich zum Klinikalltag gehören. Ich tue jedenfalls mein Bestes. Ich werde fast an allen Computerarbeitsplätzen 3 Monitore installieren. Einen kleinen für die RIS-Informationen und 2 hochauflösende für die Bilddarstellung. Jeder Arzt hat dann Zugriff auf das gesamte Archiv entsprechend seiner Berechtigung natürlich. Naja, solange ich den Schlüsselbeinbruch noch von einem Bandscheibenvorfall unterscheiden kann, machen Sie, Neuenberger. Wo ist eigentlich Frau Dr. Eichhorn? Dr. Eichhorn? Das ist unsere Projektleiterin für die digitale Radiologie. Dr. Eichhorn. Kennen Sie sie? Eichhorn, das klingt nur nach so großen braunen Augen. Sie scheinen ja ein wahrer Frauenkenner zu sein. Naja, bis später, aber. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur eine Brustbeinprellung. Sie waren nicht angeschnallt.